So, und da sind wir auch wieder. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Let's Play Far Cry 4. Wir haben in der letzten Folge endlich mal die beschissene Aufgabe gemacht von wegen hier, ne, Lagerseilen auseinandernehmen. Hat endlich mal geklappt. Und jetzt sind wir dabei. Jetzt sind wir dabei, die verschiedenen Fragezeichen hier noch aufzuklären. Sowas, ihr kennt das ja. Ich habe auch noch ein hier einen Funkturm zu machen. Wo ist denn das Plakat? Da komme ich nicht rein. Einen Funkturm zu machen. Das sollte aber, denke ich, auf jeden Fall umsetzbar sein. Ist das hier? Ist doch immer in der Nähe einer Leiche. Gut, noch zwei bis zur nächsten Belohnung. Die wollte ich gerade mal noch mitnehmen auf dem Weg hierhin. Weil ich meine, kann man ja mal machen. Und jetzt können wir dann nicht auch noch die restlichen Sachen auseinandernehmen. Ich krieg gleich schon wieder Fähigkeitspunkte, weil man diese Kackwölfe. Weil ich diese Kackwölfe mal wieder töten muss. Und dass ich's möchte. Was liegt denn hier? Plastiktee. Schweinig. So, was haben wir denn hier? Theoretisch sind da doch immer Leute. Kann das sein, dass ich die mit meinem Geschieß vom Turm weggelotst habe? Und die jetzt. Ah, nö, die stehen da drüben. Viel Spaß! Du willst mir nicht sagen. Hä? Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab den Angel. Leck mich am Arsch. Das denn? Ich dachte, der greift die an, aber anscheinend gehört er ja zu denen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber. Was? Klar, ein Schuss aus einem Meter. So, noch jemand ohne Fahrschein hier. Gibt's hier nicht. Da ist jemand abgestürzt, so wie es aussieht. Hast das? Ich hoffe es. So. Immer nervig, diese Viecher. So. Oh, was willst du machen? Du kommst eh nicht hoch. Theoretisch wieder irgend so ein Plakat. Wunderbar. Ich finde den Roboter war gar nicht so kacke, also. Dafür, dass ich am Anfang dachte, er wird ein bisschen ätzend sein. Aber wir hatten mal einen Revolver gehabt für eine Mission. Der war, um es schön auszudrücken, scheiße. Kommst du da nicht hoch? Wenn du mich jetzt angreifst, dir raste ich aus.
Gebieten hier ab. Ja, egal. So, es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für, was war das? Heimat? Für Soziales? Für Arbeit? Für, ich habe keine Ahnung, wie das Ministerium heißt. Was ist das denn? Öffentlichkeitsarbeit, soziale Harmonie. Klar, wie soll es uns heißen? Ich finde, ein Arbeitslager zu werben, ist immer ein bisschen schwierig. Aber gut. Medikit nehmen wir gerne mit. Haben wir sonst noch was? Dann machen wir gleich das Radio mal aus. Ist aus Versehen zu schnell gelaufen und runtergesprungen. Würde mir bestimmt nicht passieren. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Ton aus. Und schon ist es schöner geworden hier. Ah ja, Geisel mal wieder. Ja, Grundschule. Das sieht aus wie ein kleiner Granatwerfer. Freue ich mich. So. Wollte gerade sagen, theoretisch habe ich hier. Hä? Aktion beendet, Sendeschluss. Ah, okay. Ach, bewaffnete Eskorte. Ich hasse bewaffnete Eskorte. So, Propaganda-Poster kommen wir sonst. Hui! Wer war das? Hey, hey! Nett gemacht. Fagan ist sicherlich erfreut, dass er die Hälfte seiner Zuhörer verloren hat. Jo, immer gerne. Gut. Wo gehen wir als nächstes? Was ist das hier? Ich würde gerne wissen, was das ist. Aber ich gehe jetzt gleich wieder kreuz und quer. Egal, ich gehe dahin. Das interessiert mich jetzt. Scheißegal, was der Rest hier, ne, die Karte freimachen. So, können wir nochmal. Ich will wissen, was das für ein Teil ist. Ja, jetzt sind Raketenwerfer halt cool. Ja, gut geklappt. Bisschen Wind bringen? Nö, wunderbar. Gut, das war ja tatsächlich mal gut, das war. Friss Fleisch! Aua. Okay, wir können was herstellen. Jaha. Geldbeutel. Was wollen wir als nächstes? Okay. Schwarzer Teufel, heute, 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 Hammer, heute, haben wir, Schneeleopard, Schneeleopard.
Und haben wir voll. Gut, Nashörner brauche ich also keine mehr. Dann kann ich die jetzt inzwischen in Ruhe lassen. Ey! Oh, wir gehen da mal. Das sollte es eigentlich tun. Jo, das hat's getan. So. Ich meine, das ist ja ganz nett, dass... wir haben lange kein Krokodil mehr gesehen, fällt mir ein. Muss jetzt auch nicht sein. Ich meine, das ist ganz nett, dass wir, ne... mal so einen Truck erwischen. Aber sind wir mal ehrlich, die jetzt irgendwo hinfahren, klar, gibt mir XP und sowas, ist schon cool. Aber ich möchte ja weiterkommen und nicht quer durch die Map fahren, nur weil irgendjemand den Kachen woanders haben möchte. So, wenn die ihn unbedingt haben wollen, da fahren genug Leute rum, sollen sie ihn abholen, gut ist. Ich kann von mir aus auch den Dude töten, ich will so wissen, was das hier ist. Rohan Ziegelfabrik. Auf 1500 Meter. Boah, kann man machen. Was ist die Ziegelfabrik für ein Ding? Das sieht mir aus wie ein Gebiet, wo eventuell später relevant ist. Da sehe ich Mörser. Sind alle Waffen durchgeladen? Nein. Ich mache hier jetzt Teilzeit-Rambo und renne da mal rein. Aber ich bezweifle, dass das ist Mission. Gehe ich garantiert, also Hauptmission. Super Ziegelfabrik. Junge, das sieht ja... oh Gott. Das ist ja nur dafür gedacht, um Geschüsse hier abzufeuern und sowas. Also... oh, Hallöchen. Sind hier doch welche? Ich dachte, das wäre jetzt einfach nur so... ui! Ui! Wieder dieses Ui! Schön! Ui, wo kam... wo seid ihr denn jetzt hergekommen? Da gab es einen Mörser. Komm, ich will den Mörser bedienen. Ich finde Mörser so cool. Also ich meine, im Spiel, in echt würde ich jetzt nicht unbedingt wollen. Das... ja. Aber es hat schon was. Ich oh ja, oh ja. Das hat gut funktioniert. Ah, eine Geißel. Noch eine Geißel. Das ist doch keine Geißel, das sind doch Zivilisten einfach nur. Was für eine Range hat das Ding denn? Ich finde das Wahnsinn. So, was gibt's denn hier? Sehe ich mich? Ich kann mich selber nicht sehen. Wahrscheinlich, dass man sich selber nicht abschießt. Würde mir niemals einfallen. Okay, der Nashorn nähert sich mir. Aber Nashorn muss ich jetzt nicht unbedingt Mörser rausjieten. Das muss ja nicht sein. Das ist auch irgendein Zivilist nur. Hier Pflanzen. Kannst du sagen, was du willst, aber das ist schon cool. So, warte, das muss direkt vor meiner Nase sein. Cool. Gut. Also damit werden wir noch später Freude haben, gehe ich sehr stark von aus. Wie, da war ich und hab... ja, komm, geh mal hier hin. Das ist jetzt mal das Nächste. Es ist nicht ganz, weil ich gerade das... der wollte schon wieder seinen Fallschirm zünden, das habe ich doch gesehen. Dafür, dass ich so... ich dachte, die Heilungsspritze macht ja automatisch. Hallo? Guten Tag. Was? Vielleicht macht das also doch nicht so automatisch. So, Revolver am Anschein. Ich brauche beide mal Munition, ne? Irgendwas hat viel Munition gekostet. So, da oben ist nochmal ein anderer Funkturm. Den haben wir aber, glaube ich, schon, so wie ich das sehe.
So, Lifehack für die ganz vollen Leute. So, nächstes. Ach, schon wieder die Kackhunde. Nur noch eins bis zur nächsten Belohnung. Jawollo, nice. Freue ich mich, weil ich mag Belohnungen. Ich meine, wer mag keine Belohnung, ne? Hunde, tollwütige Hunde. Ja, gefühlt gibt es hier keine normalen Hunde. Hallo, ich muss hier ganz kurz mein Plakat abreißen. Danke. Ah, da ist noch eine grüne Pflanze. Wo ist sie? Da. Warum macht er daraus kein Medikit? Ah, macht er. Okay. So, gut, dann waren wir da. Und dann gehen wir noch hier hin. Wir müssen eine Belohnung kriegen. Und ach, das ist die Belohnung. Bonus XP. Okay. Cool. Apropos XP. Hi. Bist du neu hier? Ja, so ungefähr, ne? Oh ja. Körperpanzer gerne. Die haben wir jetzt freigeschalten, oder? War doch die, meine ich. Okay. Verkaufen. Alles, was weg kann, weg. Ich hoffe, das hilft dir auf deiner Reise. Ich hoffe es auch, aber ich gehe mir davon aus. So, den hatten wir schon gehabt. Dann machen wir da drüben noch die komische Maske weg. Wenn ich finde, wo ich da hochkomme. Ist das wieder in der Höhle? Oder nicht? Ja, jetzt muss ich hier irgendwie wieder hochkommen. Ah, da oben kann man klettern. Ah, das ist wieder sowas. Gut, dann ziehe ich mich halt hier hoch. Das hat ja super geklappt. Nicht. Wollen wir mal durchladen. Nein. Lass das mal bitte. Hallo. Bitte, binde uns los. Ja. Kein Problem. So, rote Blätter nehme ich gerne auch mit. Ich brauche halt blaue, ne? Blaue sind so mein großes Problem. Karma Level 6. Okay. Ich weiß nicht wirklich, was das bringt. Das waren schon wieder Hunde. Ich wünschte irgendwie, für Tiere töten gibt es irgendwann so ein Achievement, so. Du hast die halbe Insel ausgerottet. Hier hast du eine weitere Waffe, mit der du dein Werk voll fortführen kannst. Sowas, ne? So was man sich halt runter vorstellt unter einem Achievement oder eine Belohnung. Was ist dieses Leben? Das Gleichgewicht ist fort. Es gibt kein Gleichgewicht. Banashu hat schon zu lange regiert. Jetzt ist es Zeit für Yalung. Cool. Komme ich da irgendwie dran? Kriege ich irgendeine Tür auf hier? Oder reicht es einfach, wenn ich direkt neben dran eine Granate hochgehen lasse? Nein, das reicht nicht. Das wäre irgendwie cool gewesen, aber
Man kann ja nicht alles haben. Was ist denn das hier? Medikit. Brauche ich leider keins gerade. Hm. Wie gehe ich statt der Schmerzen? Satisch. Du hast fantastische Arbeit geleistet, Kumpel. Wirklich beeindruckende Ergebnisse. Wie du weißt, werde ich Kyrat für ein paar Wochen verlassen. Wie immer schmeiße ich vorher eine Party in der Stadt der Schmerzen für meine besten Leute. Die gute Nachricht ist, du bist dabei. Ich melde mich bald mit den Details. Leiste weiter so gute Arbeit und machst den Titel eines Corporals wirklich alle Ehre. Manchmal trifft man eine richtige Entscheidung, manchmal trifft man eine Entscheidung richtig. Ich glaube, dass wir hier schon mal waren. Ich damals auch schon nicht wusste, wie ich da hinkomme. Aber ich glaube auch gesehen zu haben, dass man von der anderen Seite noch reinkommt. Glauben ist nicht wissen, aber wissen ist Macht. So oder so ähnlich. Ich glaube, hier kommen wir aber nicht rein. Kommt man denn da? Wie soll man denn da drankommen? Okay. Das Problem ist mit der Helligkeit, ne? Wahrscheinlich sieht man hier so einen Captain Obvious. Hier ist ein Weg, aber man sieht es nicht. Ziehen wir die Tür. Wieso das waren diese Pilze? Die kann ich nicht aufmachen. Kann ich die Tür irgendwie aufmachen? Ich meine, das ist ein Gefängnis. Wie sollte man da sonst rankommen, ne? Vielleicht so. Lol. Tatsache. Hallo, wo willst du hin? Ey. Was denn? Ist alles gut? Ist doch alles gut. Die Bösen sind tot und die Guten werden über das Königreich herrschen oder so ähnlich. Aufhören zu heulen, aufstehen und weiterleben. Ey, mein... Manche Leute müssen auch wirklich alles gesagt bekommen, ne? So, ne? Das ist... Die denken nur bis zu Zehenspitzen vor. Und weiter nicht. Und mit solchen Leuten muss man teilweise arbeiten hier. Das ist... Finde ich furchtbar. Also... Keine Ahnung, was denn ihr Problem ist, aber... Naja, nächster Adler, ach komm. Bevor das mich abfuckt. Ach, schon wieder Rebellen im Kampf, ey. Ich will doch nur weitermachen. Noch jemand? Kein Problem. Lohnt sich wenigstens an Karma-Punkten. Was auch immer mir das Karma bringt. Karma Level 7. Gegenstände für das Haus der Gales? Da muss ich mal noch hin. Kann ich das irgendwie einrichten oder was? Mache ich mir so ein Sommerloft draußen? Ist ja nicht so, als hätte ich hier was zu tun. Nein, auf keinen Fall. Hallo. Neuen Ort entdeckt. Was ist denn hier passiert? Oh. Dude, was ist denn mit dir passiert? Verlorener Brief. Sammlung. War das der da? Ich weiß nicht. Moment, was war vor? Ah, das war Fortschritt. Kampagnenmission 13 von 32. Shangri-La noch nicht. Siogel Ready noch nicht. Longinus haben wir 2 von 4. Ah, 7 von 8 Karma-Level. Außenposten 10 von 24. Eine Festung 8 von 17 Glockentürmen. Persönliche Waffen, Fähigkeiten haben wir auch schon sehr viele. Herstellung haben wir einige. Fahrzeuge. Okay. Auge um Auge, Attentat, Jagd auslöschen, Jagd überleben, alles Kyrat-Dingsrennen mache ich kaum, Gölpagans Zorn, Entführung, Fracht, entführte Fracht, oh die Hammer, fertig, nice, Gott sei Dank,
Propagandazentrum, goldener Fahrtnachschub, Kyrat Fashion Week. Oh, da haben wir noch ein bisschen was zu machen. Verlorene Briefe, 29 Millionen Geld, Mani-Mühlen, Masken, Propaganda-Poster. Insgesamt 17, noch was Stunden. Okay. Arena-Rang, gekaufte Objekte für das Haus der Gales. Einträge freigeschalten. Orte entdeckt. Gelesene Notizen. Zerstörte Konvois, zerstörte König, abgewehrte Konterangriffe, Spiele im Modus Außenpostenmeister. Ja, okay, Außenpostenmeister machen wir endlich. Okay, einen Fähigkeitspunkt brauchen wir noch. 50 XP fehlen noch, das kriegen wir wohl noch hin. Okay, ist da sonst irgendwas? Okay, 50 XP brauche ich noch für den nächsten Level up. Egal. Ja, 50 XP fehlen noch, alles klar. Okay, hier unten war alles, ne? Hier habe ich theoretisch eine Mieteraufgabe. Wir könnten, ist die Frage, ich könnte hier die Schneise ziehen, mich dann so hocharbeiten. Und dann so, ne? Und dann langsam hier hoch. Dass wir den rausscrollen. Dass wir den Teil vielleicht dann fertig haben. Irgendwie ist in den letzten paar Folgen sehr viel passiert. Bin ich sehr froh drum. Gut. Also, was heißt froh drum? Ne, aber ihr wisst, was ich meine. Hey, Leute, ihr wart doch gerade erst da. Ich sehe keinen da unten. So, noch 20 XP fürs nächste Level up. Das zählt jetzt nicht als Karma-Ereignis. Wahrscheinlich ist einer durch meine Granate noch gestorben. Frage, kriegt man durch Töten der Vögel XP? Weil das würde erklären, warum ich so schnell level, wenn man die ganzen Tiere mitnimmt. Aber das ist... Ja. Die könnten damit... Wir hatten es doch in der einen Hauptmission gehabt, von wegen, ja, ja, wir sind hier keine Drogenverkäufer, wir müssen irgendwie anders Geld verdienen. Verdienen doch hier Rothundfälle, weißt du? So, die gibt es hier wie Sand am Meer bei euch. Ah, das gibt keine XP. Die gibt es hier wie Sand am Meer. Und brauchen tut die keiner. Also selbst die Umwelt nicht, weil die Rothunde, die sind ja... Die Rothunde sind ja eine Plage. Von dem her wird die keine Sau vermissen. Und ob das Tier, dessen Fell man trägt oder so, jetzt unbedingt Tollwut hat oder so, das weiß doch keine Sau hinterher mehr. Hallo. Hallo. So, cool. Das war jetzt vierter Fähigkeitspunkt. Endlich. Und... Endlos sprinten. Ja, endlich. Gut. Weiter geht's. Endlos sprinten. Und Karma Level 7. Man kommt auf Karma Level 8. Ich weiß nicht, was das mir bringt im Endeffekt, aber ist auch egal. Wenn der durchsprinten kann für immer und ewig, ist, finde ich das sehr gut. Ist hier jemand, den es stört, dass ich hier bin? Ich hoffe nicht. So, Medikits. Stand da was mit Kryptowährung? Maske. Ich sehe die Maske nicht, ich sehe auf der anderen Seite. Wieder noch. Empfange mich. Jeder Teil von Kyrat ist ein Teil von dir. Jedes Mal, wenn ich aus einem Fluss trinke, trinke ich dich. Jalo, Vater, Spende, Versorger, die Ziege. Wer auch immer diese Ziege ist. Wir werden es, ich weiß nicht, ob wir es herausfinden werden. Mal sehen. Okay, nächste Fragezeichen hier. Machen wir hier. Zack, 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 zack. Oh ja, oh ja, sehr schwer. Ja, am Arsch, Alter. Wir machen das auch alleine. Kampagne, Alter. Hier zusammen. Komm.
Okay, dann würde ich sagen... Hallöchen. Da würde ich... Bitte sag, dass es kein Schneeleopard war, sondern Nebelparder. Gott sei Dank. Dann würde ich sagen, nächste Folge, wir wissen, was wir zu tun haben. Und... oh ja, wir dürfen wieder klettern. Toll. Ich finde Klettern... Ich finde Klettern hier immer so super entspannend. Aber nee. Ich würde dann sagen, nächste Folge gehen wir direkt zu dem Fragezeichen hin. Klappern das ab und die anderen auch, ne? Und dass wir das Gebiet ein bisschen frei machen. Und danach können wir uns den Missionen in dem Gebiet mal widmen. Weil da müssen wir echt viel mal machen. Also wir hängen schon ziemlich hinterher, habe ich das Gefühl, dafür, dass wir die Map schon so weit erkundet haben. Und in den letzten Folgen haben wir sehr viel rausgeholt. Ja. Ach, Leute, wo... Ich schieße ja auch überall, wo ich hingehe. Das nehmen wir gerade auch mit, scheißegal. Super. Gut, immer gerne, gell. Toll, wunderbar, alles klar, gut. Dann würde ich sagen, nächste Folge, unbekannter Ort. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin. Ciao.